Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zuletzt bei Tales of Xillia. Wir sind hier in dieser, wow, in dieser Weltenkreuzung und, wo bist du? Boah, das macht voll die gruseligen Geräusche. Ja, wir wollen Maxwell suchen und der ist, glaube ich, irgendwo hier. So um die Ecke, irgendwo. Egal, wir sind hier in einer merkwürdigen, gruseligen Welt. Das ist alles, was ihr wissen solltet. So, kannst du was klauen? Strings Raw, ist klar. Ich hab mal mit den Items hier so nicht im Internet nachgeguckt, sondern hier in der Bibliothek. Aber das glaube ich nicht sehr viel geholfen. Jo, schmuddeliger Stäubling, was? Machst du da leer? So. Ja. Best Einstieg ever. Und ja, gucken wir mal. Hier müssen wir lang. Voll gruselig. Ist irgendwie doch mehr HP auf einmal. Gut. Aua. Genau. Oh, hab's irgendwie vermisst, Drew zu steuern. Und jetzt wäre Cloud, nächster. Hey, nein! Nein, geh zurück! Geh vor! Bist jetzt du der? Boah. Komm mal her, Lea! Danke! Aua! Oh, gut gemacht, Lea! Jo. Und Lea haut einfach ab, was er hat. Nein, ich heiler. Nein, das auch nicht. Zack. Schade, dass nicht so aus als Ausweichschritt zählt. Wir bekommen voll viele Erfahrungspunkte, sehe ich hier gerade. Alle drei, vier Kämpfe müsste man Level up haben, wenn das so weitergeht. So, rot. Was bedeutet rot? Mehr Licht. Oh. Jetzt sieht es doch immer mehr aus wie der Ort vom Intro. Wir müssen wohl da nach ganz unten. Ahahaha. Nice. Okay. Ich denke mal, das war richtig. Es war richtig, weil ich jetzt gesagt habe, okay, blau, springen, hinein sind so weiße Kugeln, was machen die? Ich muss hier echt nicht nach Dingens ausschalten, nach Schatztruhen. Gefunden, Trank des Lebens, von dem vorigen Objekt im Besitz über die maximale Menge, ja. Ja, meinetwegen. Jetzt die maximale Menge. Was? Ach, ihr gibt mir so viele, bis ich die maximale Menge habe, oder was? Apfelgummi. Oh Gott. Was kommt denn dann jetzt hier? Die geben mir Vorräte. Oh mein Gott. Das war wirklich so lange hier irgendwie drinne. Bin ich mal gespannt. Ja, das ist das Intro. Schön. Ei, ei. The temporal crossroads, which connect the human and spirit realms that I created. Are you Maxwell? Yeah.
Boah, das ist echt ein cooler Stuhl. Maxwell, Lord of the Spirits. I never thought humans would reach this place. We've come a long way to ask you something. We want you to tell us about Mila. Mm-hmm. We heard that you used Mila as bait. Can you tell us why? I see. You must have been her companions. Yes, we traveled together. She taught me to think about many things, about power, and what I must do. And then she died. That's when I finally realized what I should do, what I have to do. And what is that? Destroy the schism. It's the only way to save both Risa Maxia and Olympias. Fool. The outside is overflowing with Spyrexes. Do you wish to destroy all of Risa Maxia? Her reason for choosing death had eluded me until now. But now I am certain. You lot tempted Mila away from her mission. It is because of you she took such foolhardy actions. And now, you plan to dispel the schism and bring about the end of the world. Maxwell, please, listen! Bane of my creation, be gone from my world. Oh Gott. Nein, ich glaube, oh, schon wieder ein Bosskampf, das ist der vierte in den letzten paar Stunden. Maxwell, ja genau. Level 60, willst du denn? Lebensraum, Weltende, ja genau. Oh, du kannst was. Wir können das mit dem klauen. Kein Ding. Oh Gott, Leuchtbombe. Ich kann die Angriffe wie. Mein Gott. Aber der ist jetzt schon im Dingens drin, im Oberlimit. Willst du mich verarschen? Zeitstopp, was? Are you kidding me? Ja, wieso nur der Herr, der... Oh Gott. Ja, okay, ich kann mich... ja, okay. So, ihr wollt nicht eure verdammten Items einsetzen. Es ist wunderschön. Ja, oh Gott, wie viel er mit einem Schlag abzieht. Und wir verlieren TP. Okay, bist du ein einzelner Gegner? Nein, bist du nicht. Dann hör auf mit dem Mist. Ich habe keine TP. Was soll ich denn hier machen? Oh, das wird wunderbar. Hier, so viele Bosskämpfe, wie wir in letzter Zeit hatten, ne? Haben wir schon was von ihm geklaut? Ne? Muss da irgendwas Wichtiges sein. So. Liesel. Oh Mann. Ja, wenn die halt nicht von alleine einsetzen, dann weiß ich auch nicht. Jetzt könnte ich das ziemlich gut gebrauchen. Sind alle auf automatisch eingestellt, ist alles eingeschaltet, ich verstehe das. Na komm her. Elvin ist die ganze Zeit am Spotten, um TP wieder zu bekommen. Aber er beschützt Elise, keine Ahnung. Verdammt. Verdammt! Was ist das denn? Okay, aber verdammt. Mann. Meine Füße leuchten noch, komm doch. Oh Gott, ich halte mir auf. Ich zieh mir die ganze Zeit die TP ab, das gefällt mir nicht. Ich kann jetzt auch noch im Overlimit, ist klar. So, jetzt tue ich den Pajut als Kollegen nehmen. Und Elvin macht gar nichts, sehe ich gerade. Jetzt macht er was, danke. Okay. Nein, nicht Zeitstopp. Oh Gott.
Klappt das? Nein! Nein, nicht das fette Ding! Hä? Do you really understand? Can you possibly comprehend what you are attempting to do? We know precisely what we are doing. That is why we do it. Why do you think we came to ask you about Mila? You want to know the truth behind Risa Maxia and why you would use Mila as bait. What difference does it make? What would change if I told you? We don't know, but not knowing certainly hasn't gotten us anywhere. Two millennia ago, Ich dachte, er war eingeschlafen. Appeared in this world. Spirits perished. Nature withered and died. Humans began following the path of annihilation. So I saved all the spirits and animals I could, and I gathered humans born with the ability to produce mana. It was then I created Risa Maxia and sealed them all inside it to provide a haven from the Spyrix. The world is an ark that must sail until Olympias falls. No one may disembark until then. So what? We just twiddle our thumbs until Olympias dies? That can't be the only way to save humans and spirits. It is. But at this rate, the people in Olympias will all die. Pity them not. I had my human allies warn them that Spyrix would bring nothing but annihilation. Yet the humans persisted in its use. Furthermore, once they realized that the spirits in their world were going extinct, they took drastic measures. They launched their assault upon Risa Maxia. You must be referring to what happened 20 years ago. That must have been when the massive hole opened in the schism. Yes. I cannot leave this place. So I created Musée as my replacement to eradicate any intruders. And yet, some folks snuck right in under your nose. And those folks were... Exodus? A clever lot. They avoided my detection and went into hiding. So I came up with a plan. Exodus knew that if I were to die, my schism would die with me. I realized that with the proper bait, I could lure my prey out of hiding. That can't be right. Wait, you don't mean... Yes. I created a life I could expose to my foes that would lure them into the open. You know by now who that is. Mila. How could you? But did she know she was an imposter? I am not so careless. I engraved my words into her heart, and I had her raised to believe she was truly Maxwell. But that means her mission meant nothing. Did she even mean anything to you? Of course. She was an essential cog in my machine. Don't you dare call her that! Nothing has changed. I have given you the gift of the truth, yet your response remains the same. You let your emotions control you, and seek to destroy that which you do not understand. Und ja, den Rest des Kampfes würde ich sagen, machen wir im nächsten Part. Und ja, wahrscheinlich können wir sowieso gleich den Kampf nochmal neu anfangen, weil wir gleich tot sind. Bis gleich.